Guten Morgen, ich sitze seit ungefähr 2,5 oder 3 Stunden an dem Schnitt für den Vlog, der heute online soll, also alles, was wir gestern gefilmt haben. Leo muss heute zur Uni, die ist relativ früh aufgestanden und musste dann los, weil sie halt heute ein paar Vorlesungen hat und ich habe mich dazu entschieden, zu Hause zu bleiben und zu arbeiten und eine gute Hausfrau zu sein, was gelogen ist, weil ich eigentlich überhaupt nichts Hausfrauenmäßiges gemacht habe. Ich habe weder geputzt noch aufgeräumt noch irgendwas gemacht. Ich habe bisher wirklich nur geschnitten und Kaffee getrunken und ich denke jetzt, während das Video gerade exportiert, hoffe ich zumindest, werde ich mich mal fertig machen und mich mal anziehen, denn ich sitze hier gerade in Leos Schlafanzug, also die ich mir über meinen eigenen Schlafanzug gezogen habe, weil mir so kalt war. Ja, ich werde mich jetzt mal langsam von meinem Gabbellook lösen und dann hoffen, dass Leo bald wieder da ist und wir irgendwas Schönes machen können. Dieses Chaos hat Leonie übrigens auf ihrem Schminktisch hinterlassen. Ganz unmöglich. Und außerdem aus irgendeinem Grund das hier. Wieso, Leo? Wieso? Sag mir bitte, wieso das auf deinem Schminktisch liegt. Ich verstehe es nicht. So, ich bin jetzt auf dem Heimweg. Ich hatte heute Morgen Uni und musste Lena deshalb allein zu Hause lassen. Aber 2 von 3 Kursen sind Gott sei Dank ausgefallen, deshalb bin ich jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Habe mir gestern einen Kaffeebecher bei Tigers gekauft. Von dem Laden hatte ich euch schon auf Instagram erzählt. Er sieht so aus. Ich muss mal weiterlaufen. Und den total süß. Der ist so einfach goldig. Bestes Essen der Welt, wenn man wenig Zeit und ganz viel Hunger hat. Nudeln mit Pesto. Hallo, ich bin gerade ein bisschen rausgegangen, weil ich gerade ungefähr die Krise bekommen habe. Denn meine externe Festplatte hat mitten beim Export des Videos beschlossen, dass sie jetzt nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, was deren Problem ist. Und sie funktioniert jetzt einfach gar nicht mehr. Also man kriegt sie gar nicht mehr zum Laufen an keinem PC. Und ich fange wirklich gleich an zu heulen, weil da die Dateien von ungefähr 20 Videos drauf sind. Also die Hälfte davon hat Leo auch noch, weil es gemeinsame Videos sind. Also sie hat die auch noch auf ihrer Festplatte, aber da sind halt auch noch mindestens 10 einzelne Videos von mir vorgedreht. Unter anderem alle Dateien von meiner Morgenroutine, meiner Abendroutine, was ich alles schon gedreht hatte und was jetzt halt alles im Arsch ist, um es auf den Punkt zu bringen. Und deswegen ist jetzt meine Laune ungefähr im Keller. So, meine Laune ist noch nicht wirklich besser und ich werde auch die ganze Zeit angestarrt von allen Leuten, die es klappt. Aber so ist das halt, wenn man sowas macht. Ich habe immerhin jetzt Eis gefunden und zwar Maxi Born. Ich war die ganze Zeit auf der Suche danach, weil das das Eis ist, was wir immer in Portugal gegessen haben. Und Leo isst es total gerne und sie haben es auch gezeigt in Portugal, weil sie das noch aus ihrer Zeit in Andalusien kennt. So, das sind die beiden Eis. Sorten. Ich weiß nicht, wie die Messer von Eis ist. Jedenfalls sind das die beiden, für die ich mich entschieden habe. Das obere ist Nata, das ist das, was Leo immer so gerne isst. Und das untere ist Cookie. Das mag ich sehr gern. Und das werde ich mir jetzt mal gönnen. Die Radmama! Leos Mama, wieso gehst du nicht rein? Wir haben den perfekten Screenshot gefunden für unser Thumbnail heute. Es ist an Schönheit nicht zu übertreffen. Vlog Nummer 2 ist online. Vlog. 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 L-L-O-T-K. Ich laufe mit dir nicht über dich. Das sagen sie alle. Ich habe zum Beispiel im letzten Vlog immer gesagt, Vlog. Wenn ich mal alles aufzählen so soll, was ich falsch sage, ja, dann wird dieses Video 100 Stunden lang. Ich glaube auch. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass unser Video halt online ist. Meine Güte! Unser Video von gestern ist online. Ich verlinke es euch hier, falls ihr reinklicken wollt. Jetzt gehen wir mal wieder shoppen. Starbucks. Wir gehen zuerst zu Starbucks. Wir haben gestern einen Rabatt-Coupon bekommen. Wir kriegen 50% Rabatt heute auf unsere Getränke. Und weil wir süchtig sind, trifft es ganz gut, ja. Gehen wir jetzt zu Starbucks. Und dann shoppen, weil wir shopping süchtig sind. Und dann shoppen und dann gehen wir in den Maria-Luisa-Park. Hab ich gerade beschlossen. Okay.
Oder Tapas essen. Wahrscheinlich. So, wir sind jetzt unterwegs, filmen uns mitten in der Fußgängerzone. Und das nach 3 Tagen Daily-Vlog. Jedenfalls sind wir jetzt endlich unterwegs, sind ein bisschen über den Festplatten, über die zerstörte Festplatte hinweg. Eigentlich nicht, aber wir können es im Moment ganz gut verdrängen. Ja. Also jetzt auf dem Weg zu Starbucks erstmal, habe ich eben schon erzählt. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, wir gehen jetzt zu Starbucks. Starbucks, Starbucks, Starbucks! Guckt euch das mal an, das ist nicht total verrückt. Erstens sieht der Geldautomat total crazy aus und zweitens ist da eine Kamera, wo man sich sehen kann und hinter sich gucken kann, ob man beobachtet wird. Ich habe den Pulli gestern gekauft, habe ihn heute das erste Mal an. Und zu den vielen schönen schwarzen Punkten hat er jetzt 2 weitere. Einmal Schokolade von Maxi Bon und einmal Brot von Nudeln mit Pesto. Nachdem wir jetzt eine halbe Stunde in der Drogerie verbracht haben, sieht meine Hand so aus. Ein bisschen misshandelt. Und den habe ich drauf gelassen, weil ich den haben möchte. Das ist ein Yves Saint Laurent Sheer Candy Shine. Nee, Sheer Shine Lipstick. Und der kostet hier nur 25 Euro. Ich glaube fast, dass das mein erster Yves Saint Laurent Lippenstift wird. Wir haben hier gerade eine Werbung gesehen und ich bin sehr, sehr sicher, dass das Luisa, glaube ich, hieß sie, von Germany's Next Topmodel ist. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch glaubt. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das Bild kenne. So, wir haben unser Starbucks-Getränk. Mit dem 50% Gutschein haben wir jetzt für die größte Größe. Was haben wir? Frappuccino, Mocha, Blanco, bla bla bla. 2,50 Euro bezahlt. 2,75 Euro, nee, wenn ich unter 2,75 Euro. Und wir haben 2 neue Gutscheine für morgen. Und absolutes Highlight, sie haben meinen Namen richtig geschrieben. Das erste Mal, seit ich in Spanien bin, hat jemand meinen Namen richtig geschrieben. Hey! Kurzes Outfit of the Day. Sonnenbrille ist von Primark, die habe ich euch schon öfter gezeigt. Der Pulli ist neu, der ist von Mango, den habe ich gestern gekauft. Genau wie die Shorts sind auch von Mango. Meine Schuhe sind von Birkenstock. Und dann habe ich noch meine Zahnradtasche, die habe ich jetzt in den letzten Tagen schon öfter gezeigt. Die ist in Spanien aktuell, ich bin mir nicht sicher, ob man sie in Deutschland bekommt. Meine Uhr ist von Fossil, das Modell heißt Heather. Ich glaube, das war's. Auf den Lippen trage ich die Sephora Lip Cream in Strawberry Kissed. So yeah. Ich glaube, das war's. Und das ist neu. Deine Kette. Oh, meine Kette. Meine Kette ist eine Namenskette von River Island. Ein Geschenk von Lena. Kurzes Update von mir. Es wird kein Outfit of the Day von mir geben, weil ich ungefähr rumlaufe wie im Schlafanzug. Lena hat aus Deutschland richtig leckere Gummibärchen mitgebracht. Und zwar sind das Veggie-Mäuse. Die gibt es bei Aldi. Es ist noch 2 übrig in der Sorte Kirsche. Aber es schmecken wohl alle Sorten gut, hat sie gesagt. Ich habe nicht alle probiert. Aber ich probiere jetzt Kirsche. Wir sind jetzt auf dem Rückweg vom Shoppen. Es ist schon dunkel, weil in Spanien die Geschäfte halt glücklicherweise sehr lange offen haben. Was für Leute wie uns, die so gegen 17 oder 18 Uhr aus dem Haus gehen, sehr praktisch ist. Und ich habe sehr viel Geld ausgegeben. Und jetzt treffen wir uns noch mit Leos Mitbewohner, darf man sagen? Ja. Oh, und wir gehen was essen. Anscheinend in so ein Tabakrestaurant, wo nur Spanier sind. Eine letzte, ich laufe durch die Stadt Szene. Szene. Eine letzte, ich laufe durch die Stadt Szene, um euch zu zeigen, dass man nachts um 12 in Sevilla auch keine Hose mehr tragen sollte Ende September. Das hat überhaupt keinen Sinn. Eine letzte, ich laufe durch die Stadtszene, um euch zu zeigen, dass eine kurze Hose nachts in Sevilla Ende September keine gute Idee ist. Denn es ist kalt.